Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Unboxing-Video vom Spiel am Wien. Ich bin's wieder, euer Patrick. Und ja, es ist nämlich noch was rausgekommen, kurz vor oder wirklich parallel mit Commander Legends, Dungeons and Dragons Battle for Baldur's Gate. Und zwar wäre das das neue Starter Kit. Was das Starter Kit? Ja, das gibt es jetzt jedes Jahr praktisch. Das ist eben das Einsteigerpaket für Magic, the best way to learn to play. Muss ich ehrlich sagen, ist es so, weil es halt sehr günstig ist, immer das Starterpaket, man hat 260 Kartendecks. Und ich werde das jetzt unboxen. Full Disclosure, ich habe das, nehme das gerade auf, nachdem ich mit dem Unboxing von den Commander Decks fertig bin. Insofern gibt es auch hier keine Facecam, weil ich jetzt deswegen nicht umgebaut habe. Falls euch das furchtbar stört und ihr die Facecam vermisst, dann könnt ihr das mir gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten, ja, kann es sein, dass ich jetzt immer wieder mal auch ohne Facecam mache, weil es ja vom Setup ein bisschen leichter ist, eine Kamera weniger und so weiter und so fort. Also, ja. Was hat man da drinnen? Also man hat mal eine schöne Papierbox, die man gleich wegschmeißen kann. Man hat hier Starter Kit, Player Guide. Ich glaube, das Produkt gibt es auch auf Deutsch. Ich habe es jetzt auf Englisch, weil ich halt Englisch bevorzuge. Da wird erklärt, Starting a Tabletop Game, wie man eben den Setup macht, wo Kreaturen, wo Länder, Bibliothek, Friedhof, Hand. Sehr gut, Attack Step, Mana, Activating von Ability, wie man Spells castet. Also es ist wirklich und dann noch ein Glossar mit eben den wichtigsten Begriffen erklärt. Richtig solide für einen Anfänger, finde ich sehr cool gemacht. Auch mit diesen Symbolchen dabei, die man ja, aus Arena kennt, weil sie die Leute natürlich auch auf Arena treiben wollen mit dem ganzen Produkt. Und sogar eine FAQ hinten drauf. Do I have to tap my creatures to block? No, you don't have. Das ist also finde ich witzig, dass das steht, weil das einer der Hauptfehler ist, dass die Leute glauben, dass sie beim Blocken die Kreaturen tappen müssen. Aber sie sind halt nur, dass sie getappte Kreaturen nicht blocken können. Dann hat man zwei Deckboxen, zwei Papierdeckboxen, ist jetzt nicht großartig. Dann zwei Arena-Codes, die hat man jetzt wahrscheinlich kurz gesehen, aber ich werde sie euch nicht zeigen, weil ich werde sie vielleicht selber einlösen. Dann hat man zwei Foilkarten, einerseits Welcoming Vampire und Thundering Raichu. Das sind die zwei, ja, Titelkarten. Und das eine Deck ist ein, also nicht weißes, das andere ist offensichtlich ein rot-grünes, ist das Mono-Weiß. Wir machen mal das auf und legen es dann auch gleich auf, um zu schauen, wie es wirklich ausschaut. Aber schauen wir jetzt erstmal kurz rein. Es ist weiß-blau, ich habe es mir fast gedacht, dass es nicht Mono-Weiß ist. Wie, auch wieder ein paar Rares, also da hat man vier Rares offensichtlich also mit dem Haupt fünf Rares in dem Deck. Schaut so, jetzt kann ich schwer beurteilen, aber man hat auf jeden Fall vier Dual-Länder. Die sind zwar nur Flankred Groves, aber allein das ist schon sehr solide, mit Doppel Fading Hope. Also ja, ich werde das jetzt auf jeden Fall auflegen, mal das erste Deck, und dann schauen, wie das so ausschaut und ob das was kann. Das heißt, bis gleich. Das weiß-blaue Deck ist ziemlich straightforward. Ich gehe mal davon aus, dass das grün-rot das auch ist. Das sind ja auch Einsteiger-Decks. Man hat 12 Plains, 11 Islands und eben 4 von den Tranquil Grove. Das heißt, man hat was 23 mal 27 Länder, was schon sehr viel ist, aber ja, jeder weiß, dass ein Mana-Screw sterben eher elend ist und Mana-Flood in ein Anfängerformat weniger schlimm ist, weil die Leute eher zurückhaltend sind und man mehr Zeit hat. Also ja, finde ich ganz okay. Man hat im 1er-Drop Unholy Officiant, da kann man dann auch mit dem Mana-Flood was machen, weil man halt eine 1 plus 1 Marke legen kann. Man hat zwei Fading Hope, um ein gegnerische Kreatur zu resetten. Man hat Backup Agent, macht eine 1 plus 1 Marke, das ist nett. Man hat der halt, wo man einen Jump Blocker hat, der sich praktisch selber ersetzt. Und dann kann man mit Serpent Ambush auf einmal nicht Jump Blocken, sondern die gegnerische Kreatur killen, weil man einen 5-5 hat. Auch ziemlich sweet. Im 3-Mana-Slot hat man Inspiring Overseer. Ja, der ist einfach super, er fliegt. Pressured und Anführungszeichen und macht Leben und Card draus, was will man mehr? Dann haben wir eben Welcoming Vampire, der ja die Titelkreatur von dem Ganzen ist. Und bis jetzt sind auch alle Kreaturen mit Power 2, das heißt, die triggern ja noch alle oder zwei oder weniger. Das ist super. Dann hat man hier einmal Extraction Specialist und Dream Shackle Geist, zwei andere Rares in dem Deck, die beide halt Power 3 haben, aber trotzdem gerade Dream Shackle Geist mit dem Wegtappen, wenn man halt eben Combat Step gewinnen will, finde ich ganz okay. Man hat hier noch im 3-Mana-Slot Brute Suit, das Vehikel mit Crew 1 für 4-3 Vigilance, finde ich auch sehr solide. Da kann man eben auch mit dem Backup Agent einsteigen, nachdem er, keine Ahnung, einen Flyer, zum Beispiel den Inspiring Overseer, zu einem 3-2er gemacht hat. Man hat auch hier noch Killshot, das Removal,
Ja, Destroy Target Attacking Creature ist okay, wenn man halt selber mal im Hintertreffen ist, dann kann man hier sie praktisch zumindest zurück traden und Anführungszeichen oder zwingen. Man hat hier noch im 4-Mana-Slot Seven-Tailed Mentor. Auch der macht wieder Marken, ist aber selber nur mit 2 Power, das heißt, triggert wieder Welcoming Vampire. Dann haben wir Consuming Tide, um alles zu bouncen, gerade wenn man jetzt mehrfach Marken auf eine Kreatur gelegt hat von sich selber und dann halt beim Gegner alles wieder bis auf 1 zurücknimmt, kann das schon gut genug sein. Man hat hier noch im 5-Mana-Slot Nebelgast Begulia, wahrscheinlich, mit dem man einfach was wegtappen kann, um einen bösen Blocker wegzukriegen, beziehungsweise hat auch 2 Power wieder normal und Stormrider Spirit einfach, um einen weiteren Flying Attacker zu haben, den man sogar reinflashen kann. Und dann das maximale Top-End für 7 Mana ist Hullbreaker Horror. Ja, natürlich, wir kennen Flash, kann nicht gecountet werden und 2 ziemlich sexy Abilities, wenn man was spielt. Man hat selber kaum Instants, ja, man hat eben die Fading Hope, die ist natürlich, weiß man aus dem Standard noch oder weiß man aus dem Standard halt mit Hullbreaker Horror natürlich super. Die Ambush wird man wahrscheinlich schon verwendet haben. Killshot, ja, ich meine, wer gegen einen 7-8er angreift, der muss schon einen Plan haben. Also man wird es jetzt nicht so abusen können wie in Standard, aber einfach einen 7-8er End of Turn reinflashen, dann selber irgendwas spielen, gegen Gegner was bouncen und dann halt letal angreifen, glaube ich, ist schon ganz okay. Deck schaut solide aus, Deck schaut eigentlich ganz nett aus. Ich glaube, einerseits ist es simpel genug, dass es jeder verstehen kann. Andererseits hat man halt doch aber auch interessante Interaktionen eben mit Marken, wo Sachen legen, Karten ziehen, durch Trigger bouncen, ja, überraschend die Power Toughness verändern und solche Dinge. Also lauter Sachen, die in Magic oft vorkommen, aber sag ich mal, sanft genug in diesem Deck drinnen, dass sie halt jetzt nicht jemanden überfordern sollten, der mit Magic anfängt. Das finde ich halt perfekt. Was ich gleich sagen so kann, ist, ich habe in der Zwischenzeit diese zusammengebastelt, also das Deck geht sich aus, aber halt nur ohne Sleeves. Das finde ich ein bisschen doof, weil sie haben es überall jetzt gelernt, dass die Leute die Karten sleeven und gerade dem Anfänger sollte man gleich, glaube ich, mitgeben, den Gedanken, hey, sleeve deine Karten. Und dann sollte man ihm halt auch eine Textbox geben, wo die Karten gesleeved reingehen und nicht ungesleeved, weil es halt einfach scheiße ist, die Karten ungesleeved zu haben. Weil auch hier, ich meine, wir haben hier jetzt eben 5 Rares. Wir haben in dem ziemlich sicher auch 5 Rares, gehe ich mal davon aus, weil ich gehe davon aus, dass es gleich ist. Und das ist einfach schade, wenn man die kaputt macht. Ja, wie auch immer, das nur kurz dazu. Und jetzt gibt es das grün-rote Deck. Das rot-grüne Deck sieht sehr ähnlich aus. Man hat auch 12 Mountains, 11 Forests und 5. In dem Fall halt Rugged Highlands, also auch halt Durlands, die Leben geben. Das heißt, mal auch hier 27 Mana. Man hat 3 Einser-Drop, das ist einen Einser-Drop weniger, dafür sind es lauter Kreaturen. Man hat hier die erste Rare mit Ascendant Pack Leader, der aber auch wachsen kann, was schon ganz cool ist. Man hat 2 Voltaren Stinger, die mit First Strike und halt mit dem Pump-Effekt oder aggressiv sein können. Man hat im 2-Mana-Slot 4 Timberland Guide, das entspricht den 3, weiß ich gar nicht, wie die weißen heißen, macht auch eine Marke. Man hat 3 Lampholt Harrier, die einen Kreatur dazu zwingen, dass sie nicht blocken können. Damit kann man halt den Damage durchforcen. Man spricht ein bisschen dem 5er Drop von Weiß, wo man tappen kann. Weil ich meine, tappen ist nicht dieselbe, wie nicht blocken können, aber es ist in dem Spielstil, den man als Anfänger hat, ziemlich ident. Man hat hier als Combat-Trick Witch's Web, was schon ganz cool ist, plus 3 Reach und Untappen ist natürlich nice. Ist wahrscheinlich sogar besser als nur 5-5 machen, weil das Untappen halt ein richtiger Bonus ist. Aber man hat den 2-Mana-Drop auch noch 3 echte gute Removal, man hat 3 Abrade. Schießen zwar nur 3 Schaden, aber wenn man sich jetzt ans weiße Deck zurückerinnert, da schießt man schon relativ viel ab, vor allem wenn man es vielleicht in Response auf so einen Markentrigger macht, kann das schon sehr bitter für den Gegner sein. Apropos bitter für das weiße Deck ist auch High-Rise Saw-Check. Weil der ist zwar nur 2-3, aber ist dann halt 4-3, wenn er Flieger blockt und hat eben Reach. Und ja, ich glaube, man will halt mit Fliegern gewinnen im weißen Deck, aber also mit dem weiß-blauen Deck, ja, der ist natürlich der ziemliche Roadblock. Spore-Crawler ist einfach nur 3-2, aber wenn er stirbt, sieht man Karte. Und dann hat man im 3-Mana-Loch noch den Stomper als weitere Rare. Ja, ich meine, bringt ein Land, das ist okay. Und wie ich vorhin auch gesagt habe, in dem Anfängerformat kommt man normalerweise schon
auf viele Länder auch, also 7 Länder wird man da wahrscheinlich auch in dem Matchup schon erreichen. Und dann hat man halt einen 4-4-Angreifer mit Vigilance. Okay. Der 4 Mana-Slot ist relativ dünn, dafür hat man hier auch 2 Rares. Eben den Sundering Raichu, den man eh als Titelkarte unter Anführungszeichen hat in dem Deck. Und Creepy Puppeteer. Ja, finde ich witzig. Ich meine, Sundering Raichu geht eigentlich auf die Markenthema. Marken hat man halt mit Timberland Guide und halt vielleicht dem Pack Leader. Sonst halt eigentlich nichts bis jetzt. Creepy Puppeteer geht wieder in die ganz andere Richtung. Du kannst halt was kopieren, ja. Ja, weiß ich nicht. Kannst du dich dann so eine, keine Ahnung, irgendwas, was halt klein ist und eine Marke drauf hat, dann ist es auf einmal eine 5-3. Ja. Ist halt, glaube ich, auch eher dazu gedacht, um einfach so Sachen wie Trigger und solche Sachen und solche Effekte den neuen Spielern beizubringen. Also ich hoffe mal, dass sie so weit drüber nachgedacht haben und das deswegen drin ist und nicht einfach random eine Rare reingepfeffert haben. Im 5-Mana-Slot hat man Mountain Dread Knight. Das ist ganz okay, wenn man eine 6-5 Trample hat, ist natürlich nice. Man muss dem Gegner schon Damage gemacht haben. Das ist halt auch wieder was, wo man sagt, okay, ich spiele nicht alles Pre-Combat, das ist ja halt auch wichtig, viele Anfänger machen halt, ich spiele mal alles und dann greife ich an. Oftmals ist es halt best, zuerst anzugreifen und nachher Sachen zu spielen, eben um halt a Braid oder Witch Swap offen zu haben, oder eben auch um einen Dread Knight mit Marke spielen zu können. Finde ich auch ganz cool so. Dann haben wir hier noch eine Rare im 5-Mana-Slot, nämlich Glorious Sunrise. Ist natürlich auch nice, +1/+1 und Trample auf alle deine Kreaturen, aber auch die Mana-Fähigkeit, das Leben kriegen und natürlich vor allem das Karte ziehen, kann schon sehr gut sein. Dann hat man hier noch 2 echte Removal mit Burn the Accused. 5 Damage ist schon richtig viel und 2 Damage noch auf den Player. Das ist schon solide. Und dann noch ein 6-Mana-Drop, 2 Flourishing Hunter. Was ich auch sehr cool finde. Einerseits sind es 6-6 und andererseits geben sie dir halt Leben. Bei dem Deck wahrscheinlich so 3-4 im Normalfall. Und das ist halt schon auch sehr nett, wenn man halt eine Spur langsamer ist als vielleicht das gegnerische Deck und dann Damage gekriegt hat, dass man sich da halt nochmal stabilisiert. Wie es man meistens eigentlich denkt bei Anfängerdecks, gewinnt oftmals das fette Deck. Und wenn ich mir das so ansehe, würde ich auch mein Geld jetzt auf das grüne Deck setzen, weil ich das Gefühl habe, man hat halt mit Blockern und Schüssen, die halt Flieger handeln können, ja, weil das kriegt da mir auch Reach, genug, um sich lang genug am Leben zu halten, um dann halt einfach mit den Fettes zu gewinnen. Ja, das weiß-blaue Deck hat einen 7-8er und dagegen einen 7-8er kannst du mit dem Deck eigentlich praktisch zusammenschieben. Ich meine, du kannst Suicide attacken, er blockt und ihn dann vielleicht abschießen. Aber ist schon eher nicht so geil, das 2-2-1 zu haben und so. Also ja, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass das Deck eine Spur besser im 1-on-1 sein wird. Wir werden es wahrscheinlich ausprobieren, weil ich werde den Christopher nötigen, dass wir diese Anfängerdecks natürlich testen, um zu schauen, wie sich spielen. Die letzten Anfängerdecks, die es gegeben hat, haben sich eigentlich damals sehr cool gespielt, waren sehr witzige Games. Und was ich nicht erwähnt habe und was ich auf dem, also noch nicht hervorgehoben habe, was ich auf jeden Fall hervorheben möchte, ist, dass diese Decks im Gegensatz zu früheren Planeswalker-Decks halt Konstanz haben. Du hast halt viermal die, dreimal die, dreimal die, dreimal die, dreimal die. Du hast halt bis auf die Rares, die sie halt einmal reingeben, ist eh klar, sind auch Rares. Aber die anderen Karten halt zumindest zweimal bis zu viermal im Deck, sodass du halt, wenn du diese Decks öfter spielst, halt einen Lerneffekt haben kannst. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese, ich kann auf das Out spielen sozusagen, was halt für Magic auch total relevant ist. Ich muss da kalkulieren können, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Karte ziehe, wenn ich diese Karte ziehe, wie entwickelt sich meine Spielsituation und solche Dinge. Und das sind halt lauter Skills, die man in Magic braucht. Und ich finde das auch ganz cool, wenn das auch schon bei den Einsteiger-Decks jetzt nicht im Vordergrund ist, aber vielleicht die Leute einfach durchs Spielen unterbewusst mitbekommen. Ja. So, das war's von mir. Ich danke fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne einen Kommentar unter dem Video lassen, uns auf Facebook, Twitter, Instagram erreichen, uns im Discord-Server beitreten, uns auf Patreon unterstützen, uns natürlich im nächsten Video sehen oder im Spiel an Wien selber antreffen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Magic, falls ihr gerade neu angefangen habt oder schon ewig dabei seid. Auf jeden Fall danke nochmal fürs Zuschauen und ciao.